Art Cologne. So, herzlich willkommen. Hier ist schon der Krawattenträger. Eine Installation wahrscheinlich. Okay, da lang. Oh, hier. Zwirner ist gut. Ist ja mit der Gründer der Art Cologne, ja? Zwirner? Gut. Ein Neo Rauch. Gut. Kirkeby, schon lange nicht mehr ausgestellt. Sehr schön. Also sind wir hier bei Michael Werner. Der ist ja nicht nur in Köln, der ist auch in New York. Aurel Schneider, Berlin. Haben wir da. Kopenhagen. Sind schon 50 Jahre, siehst du? Wir sind jetzt hier auf der Art Cologne. Siehst du? Danke. Joseph Beuys. Von Beuys. Nachrichtenübermittlung. Wunderbar. Eine schöne Zeichnung. Jorinde Vogt. Emil Schumacher. 1998. Öl auf Holz. 1,70 x 2,50. Schönes Bild. Ist das so? Emil Knöbel. Aus dem Jahre 2012. Kartoffelbild 10, okay. Jürgen Mayer. Hier wieder Emil Schumacher, siehst du? Haben wir viel. Genau, egal, siehst du? Wusste ich doch. Emil Schumacher ist auch gut, ne? Sehr gut, oder? Und das ist auch bekannt, der Öcker ist auch bekannt hier. Auch bekannt, ja. Natürlich. Kricke ist sehr gut. Kricke ist auch sehr gut. Mein Name ist Wunderlich, warte mal. Wunderlich.de. Was haben wir hier? Ach, Karl Hartung, Liegende. Bronze 1948, also 50.000, Auflage 6, sehr schön. Galerie Nothelfer, bekannt, alteingesessene Galerie in Berlin, Thomas Hartung, auch interessant. Skulptur, Robert Schad, 2014, Vierkantstahl, die 1996, Emil Schumacher. Lucia Veleto, Palma de Mallorca, Jean Cortez, Installation, interessant, Fahnemann, Emmy Knöbel, ja. Tanja Roschelmeier sagt mir gar nichts, aber kommt mir bekannt vor, Hinsberg, Katharina Hinsberg. Alte Liebe wahrscheinlich, oder? Alte Liebe M, 2012. Wer sagt's denn? Von Fahnemann. Wunderlich. Ja. Wir kennen ja. uns aus der Fasanstraße. Weiß, ja. ja. So hier Zürich, Galerie Haas, ist auch interessant. Caroline Schmidt. Aha. Keramik, großer Reliquienschädel. Kerstin Grimm, 56 Kinderspiele. Öl auf Leinwand, Mazzutani. Paris. Twyla Baum. Töner Baselitz aus dem Jahre 2013. Sehr schön. Tusche auf Papier. 2013. Baselitz. Robert Longo. Ein Objektrahmen, schwarz. Interessant. Anthony Card. Okay. Man möchte es immer anfassen, aber man soll es ja nicht berühren, ne? Uptown 2009. Welche Galerie? Hans Meyer, Düsseldorf. Kann nur Klauke sein. Der füllt den ganzen Raum aus, ja. Aber gut installiert.
Comeback, ja. Oh, in Gold. Viel Gold. Good News 2014. Das sieht ja unheimlich schwer aus, ja. Aber wird wahrscheinlich eine leichte Masse sein, oder? Polyester mit Fiberglas, interessant. Hier kann man gleich werkeln. Können wir gleich loslegen, was Neues bauen, neues Haus bauen, neue Galerie, egal was, ja. Wunderbar. Ja. Lauf der Zeit. Christina König. Der Stein in einer Jacke. Erinnert mich an meinen Stein, der ins Rollen kommt, ja. Der liegt am Fuße des Teufelsberges in Berlin, im Grunewald. Toni, schmale, Beton, Metall. Betonfäuste finden sich in einer Serie von Handstellungen, Fistings, die sich wie ein Code lesen lassen. Galerie in Wien, Christine König. Brüder Lehmann, hier, CFA, hier ist doch schön. Tal R, hier sind Pigmente auf Leinwand. Ich habe jetzt gerade Tusche auf Leinwand, auch nicht schlecht. Demnächst im Esplanat. Demnächst. Diese Milch. Die Milch. Sieht fast ein bisschen aus wie Tusche. Aber Pigmente und Hasenleim. Ach so, deswegen. Verbindet sich gut mit der Leinwand. Das ist ja interessant. Also ist bekannt auf jeden Fall. Das sind Holzarbeit, Holzschnitte. Ich vermute, dass die gerade aktuell in Belgien ausgestellt werden. Ich habe da, glaube ich, was gelesen, gerade in der Kölner Zeitung. Und das sind zwei Brüder, die Uwe und Franz Tobias, glaube ich. Da werde ich nochmal nachschauen. Eiweiwei kennt ja jeder, eieiei, Eiweiwei. Hier. Aber er durfte nicht einreisen. In Berlin im Gropiusbau ist jetzt gerade eine Ausstellung, durfte hier Mr. Eiweiwei nicht einreisen. Sieht aus wie ein Spiegel, der zerplatzt ist. Vergoldeter Edelstahl ist das. Porzellan. Das wird der Kippenberger sein. New York. Die Dame hängt am Faden. Herrn Ostbach. Jetzt sind wir darauf. Hallo. Ich war bei Ihnen in der Galerie. Köln, Knut Ostbach, ein Galerist, der entsprechend über Jahre hier schon in Köln etabliert ist, zeitgenössisch, und er macht auch Kunsthandel und hat so beispielsweise von Baselitz über ja, verschiedene Künstler, die jeder kennt, vertritt er und verkauft er. Die Zeichnungen von William Crawford, 1990. Bleistiftarbeiten mit Papier. Interessant. Alles erotische Arbeiten. Ins Holz reingeschnitten, skulptural. Sehr interessant. Sehr plastisch. Von Stefan Balkenhol. Galerie Jochen Hempel, Berlin-Leipzig. Können wir die Glocken läuten lassen? Ding Dong. Carsten Fock. Interessante Papierarbeiten. Aha, Oliver Cole. Wie auch immer heißt. Wie auch immer, genau. Ja, ja, wie auch immer, genau. Sehr interessant. Aus den 60er Jahren. Mhm. Oh, und der Künstler? Die Künstlerin, Marie Baumeister. Ah, Marie Baumeister, da steht sie. Ja. Marie Baumeister. Kate Werbe. Du, ich habe eine Kiste zu Hause mit Socken. Hier riecht es auch ein bisschen nach Fisch. Also hier auf der Wand weitergearbeitet. Interessant. Das scheint irgendwie, sieht fast aus wie Leder, ist aber kein Leder. Wird Leinwand geschnitten und wieder genäht gesehen. Andreas Schmidt hin. Ja, stopp, gespannt. Okay. Sieht fast aus wie Papier, ist aber geschnittenes Blech wahrscheinlich, oder? Bedruckte Bleche. Ja. Sehr interessant. Danke. Sieht gut aus. Sieht aus wie verkohlt, ist es aber nicht. Umweltverschmutzung. Ist hier festgehalten.
Sieht aus wie schwarze Diamanten, werden aber keine sein, oder? Swarovski. Have a nice day. Hier sind wir, Chicago. Ja, siehst du? Muss getragen werden. Interessant. Und hier vorne diese beiden. Cameron und Jamie, Peking in die Stadt. Ja, ist Ficke von Resen. Hier ist noch ein Hunderter, ein alter Hunderter. Stahlträger. Schwarzer Granit. Schwarzer Granit. Aber wo ist der schwarze Granit? Hier. Sieht aus wie eine kleine Bank. Also schützt die Natur. Also eine Kombination aus Holz, Wurzel und Schafsfell. Sieht aus wie eine Sonnenliege. Angela Ferreira, Mount Mabu. London, Marlboro Contemporary. Hier würde man gegenlaufen, wenn hier die schwarzen Teile nicht wären. Das ist von Nussbaum Reding. Jetzt gibt es erstmal fürs Filmbüro Marx eine Visitenkarte. Von diesen Leinwänden suchst du dir etwas aus. Ja? Bei mir gibt es nur handgemalte, personalisierte Visitenkarten. Guido. Herzlichst. Manet. www. Manet. wunderlich.de. Heute ist der 10.04.14. Man kann nur Art Cologne. Ja, Art Cologne ist noch nicht beendet. Der erste Tag heute. Und ich werde die nächsten Tage hier noch erscheinen. Eine gute Connection, neue Künstler kennengelernt. Das geht weiter. Der Stein ist im Rollen. Bis bald. Tschüss.